Never lose hope in your Lord. Times I was lost in my thoughts, but what do you get from stress that's good for your health? Tell me, cause I wanna know more. I never felt peace till I went through war. I never felt peace till my head's on the floor. Had to break bad ways, trying to change to the core. Now I see more clear that I talk to my Lord. Meine lieben Freunde, ich befinde mich hier gerade an einer Tankstelle und bin auf dem Weg nach Abu Dhabi. Ich dachte, ich nehme euch einfach mal mit. Und zwar ist es hier ein kleiner Trip. Ich schaue mir einfach mal die Stadt an. Ich besuche die große Moschee einfach mal. Ich war selbst dort noch nicht, obwohl ich schon jetzt so lange in Dubai bin. Viele wissen das nicht, Abu Dhabi ist die Hauptstadt von den Vereinigten Arabischen Emiraten. Die meisten denken natürlich, Dubai wäre die Hauptstadt wahrscheinlich, weil Dubai so im Vordergrund steht. Aber es ist tatsächlich Abu Dhabi und es sind ungefähr 100 Kilometer Entfernung. Wir haben jetzt noch 40 Kilometer bis nach Abu Dhabi. Ich nehme euch einfach mit und ja, ich würde sagen, bleibt dran und seid dabei. Jetzt angekommen hier in Abu Dhabi an der großen Moschee. Aus, wenn man hier reinfährt, wunderschön. Ich bin jetzt hier auf dem Gelände der Moschee. Ja, die ist echt atemberaubend. Es ist riesig hier. Wunderschön mit den ganzen Vorgärten und so weiter. Ich zeige euch das mal hier. Sehr, sehr schön. Hier auf der Seite sieht man es auch. Und ja, ich zeige euch mal, es ist sogar gerade das Gebet. Ich zeige euch das mal. Elektrische Tür. So, gehen wir mal rein. Also jeder, der möchte, kann hier hin und die Moschee besuchen. Ist auch für Touristen geöffnet. Parkplätze gibt es ohne Ende. Und ja, so sieht das Ganze hier aus von innen. Also das ist jetzt ein Moscheeabteil, ne? Ich weiß nicht, ob man das hier auf Kamera so sieht, wie riesig das hier einfach ist. Das ist echt gigantisch. Also ihr müsst euch hier irgendwie vorher einen QR-Code holen, damit ihr hier rein könnt. Guckt euch mal den Boden an. Ihr müsst euch auf jeden Fall hier einen QR-Code holen. Wenn ihr aber hier als Betende hinkommt, könnt ihr auch so rein. Also für die jetzt, ja, ich sag mal Touristen, die sich das hier nur anschauen, die brauchen dann einen QR-Code. Es gibt ja sozusagen mehrere Abteilungen, wo man das Gebet, ja, wo das Gebet stattfindet. Es ist nicht eine große, es ist eine Moschee, aber mit mehreren Abteilen. Also ich weiß gar nicht, wie ich das erklären soll hier. Ja, hier habt ihr nochmal alles erklärt. Hier steht nochmal drauf, was genau was ist. Für die, die hier sich nicht auskennen, vielleicht noch nie in der Moschee waren. Da haben wir einmal vorne die Minbar. Das ist da, wo der Imam freitags die Predigt hält. Dann haben wir den Mihrab. Das ist das hier vorne. Ja, also da, wo der Imam dann steht. Das Gebet anführt. Und der Qibla Wall, also Qibla Wall. Also das ist die Richtung, in der gebetet wird. Also Richtung Mekka. Wunderschön. Wir waren gerade übrigens auf der anderen Seite. Echt heiß. Ich glaube, wir haben 42 Grad heute und kommt auf jeden Fall ins Schwitzen.
Also wir haben hier Hochsommer, ich bin auch echt schon am Schwitzen, aber es geht. Wie gesagt, wir haben 42 Grad, ich laufe hier an der Sonne entlang und es geht klar. Also es ist natürlich heiß, aber es ist halt Hochsommer hier. Und ganz ehrlich, für Hochsommer, wir haben hier so viele Touristen, das hätte ich niemals gedacht, dass im Sommer hier Touristen überhaupt sind. Ich meine, es ist ja schon zur Mittagszeit bei 42 Grad, da sonst du dich ja auch nicht mehr, ne? Verbrennst du dich mal ganz schnell. Im Internet auch gelesen, dass Abu Dhabi wirklich sehr, sehr, sehr viel ruhiger ist als Dubai. Und das kann ich so bestätigen. Also hier ist auf jeden Fall weniger Verkehr. Hier ist nochmal so eine Uhr. Alle 5 Gebetszeiten stehen drauf. Beziehungsweise Sonnenaufgang. Wunderschön. Wunderschön, meine Freunde. Es lohnt sich auf jeden Fall. Wir sitzen jetzt in so einem Buggy hier drin. Ja, ich weiß gar nicht, wo der jetzt hinfährt. That would convey the Islamic message of his times to a single extraordinary work of art. The late Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan had a vision of a mosque that would convey. So, ich weiß jetzt gar nicht, wo der uns hingebracht hat. Wir sind ja mit dem Auto hier. Ich park den mal. Ich habe hier jetzt noch einen Weg gefunden, keine Ahnung, das kannte ich jetzt auch nicht. Und zwar könnt ihr hier irgendwo die Rolltreppen nehmen am Haupttor. Dann fährt ihr hier mit den Rolltreppen runter. Und dann kommt ihr hier durch direkt in die Mall. Also es gibt einen Weg wohl hier in Abu Dhabi in die Mall direkt. Genau hier mit diesen Fahrzeugen. Die Leute aus der Mall werden dann hier hingebracht. Und umgekehrt genauso, also von hier aus weg. So sieht das aus, wenn die Moschee gefüllt ist. Ja, also über 40.000 Menschen können hier beten. Hier sehen wir nochmal ein Bild zum Fastenbrechen. Mich würde noch interessieren, ob ihr solche Videos auch feiert, euch anschaut gerne. Ja, vielleicht habt ihr auch noch andere Ideen, was ihr gerne sehen wollt. Ne? Lasst es mich gerne wissen. Was ich hier gefunden habe. Schöne Goldbarren. Was für Ideen man hier kommt, ne? Please ask for assistance. Okay. Souvenirs. Das ist ein Souvenirshop. Hier haben wir noch so eine Maschine. Damit könnt ihr euch ja eure eigene Münze prägen. Schaut euch das mal an. Wie es funktioniert, weiß ich ehrlich gesagt auch nicht. Auf jeden Fall da drin sind die Münzen. Und die könnt ihr euch auf jeden Fall dann so prägen lassen. Für 10 Dirham ungefähr 2,50 Euro. Hallo. Thank you. Das riecht aber echt gut. Ich weiß jetzt nicht, was sie mir drauf geschmiert hat, ob das jetzt rot ist. Boah, das riecht echt gut. Die hat mir gerade so ein Parfüm drauf gemacht. Unglaublich, das riecht so lecker. Hier noch ein Kopf vom T-Rex. So ein Touch. Und daneben natürlich die Goldbarren, meine Freunde. Die dürfen nie fehlen. Yes. Thank you. Which one is the one that I taste? Lecker. Also, egal wo ihr vorbeiläuft, man kriegt immer entweder Parfüm oder irgendwas Leckeres zu essen. Das muss man schon sagen. It's sehr vegan. Vegan? Vegan, yes. 2 weeks, like? Okay. Dessert 20 Dirham. Die haben immer so Spiele-Ecken. Und ja, ist halt hier üblich, dass man viele Kinder hat. Ja, hier ist es noch wichtig, die Familie ist hier noch an erster Stelle. Und das finde ich auch sehr wichtig. Das sind so Werte, die gehen woanders leider aktuell gerade verloren. Also das ist hier alles ein kostenloser Service. Und das kostet hier auch hier auf jeden Fall nichts, wenn ihr zum Moschee wollt. Ihr müsst lediglich, wie gesagt, so einen QR-Code scannen und dann könnt ihr zum Moschee. The winter forest
Wir haben jetzt die große Moschee hier in Abu Dhabi verlassen. Wir sind jetzt hier drin, das ist das Warner Brothers Hotel. Das sieht echt krass aus. Oh, wie cool das aussieht hier. Also die haben uns jetzt gesagt, hier, wir können ganz hoch. Und ja, da kann man was trinken gehen. Ja, es sieht schon krass aus. Das sieht schon krass aus. So, wir fahren jetzt hoch mit dem Lift zum, ja, zur obersten Etage. Sogar hier die Türen sind hier verziert vom Aufzug. Hier Leute, ich zeige euch mal hier. Von hier aus sieht man den Wasserpark und Ferrari World. Einfach einzigartig. Sieht auch sehr, sehr voll dort aus. Mega. Was haben wir hier auf der anderen Seite? Warner Brothers World. Hammer. Richtig cool. Ja, ich kannte das, um ehrlich zu sein, gar nicht. Also ich habe davon noch nie gehört. Also das ist hier auch ein Warner Brothers Studio drin. Batman. Da steht denn da drauf? Cool. Das hier, meine Freunde, das ist das originale Auto vom von Batman, ja? Yeah? Also vom Film Batman. Damit wurde ja, der Film gedreht. Krass. Einfach hier in live. Das originale Fahrzeug. Hier in Abu Dhabi. Guckt euch das Ding mal an. Was hat der für einen Motor hier drin? Das sieht echt krass aus. Boah, das sieht schon krass aus, ey. So, meine Freunde, ich hoffe, das Video hier hat euch gefallen aus Abu Dhabi. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal, meine Freunde. Vergesst nicht zu abonnieren, zu liken, zu kommentieren. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.